Yeah, und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Let's Play. Mit dieser harten Rockmusik starten wir wie Männer in ein neues Let's Play namens Sunrise the Game. Dieses Spiel, wer sich erinnert und schon damals dabei war, hatte ich schon mal eine Umfrage mit drin, wo ich entscheiden ließ, ob ihr lieber Keepsake oder lieber Sunrise wolltet. Ihr hattet euch fürs Keepsake entschieden, das haben wir jetzt ja schon ein Weilchen durch. Und ich denke mir, können wir jetzt auch mal Sunrise anfangen. Wollte ich ja sowieso beide machen. Ich hing jetzt nur davon ab, welches ihr zuerst haben wollt. Und zwar, die Optionen habe ich schon getätigt. Untertitel natürlich ein, Objektbeschreibung auch. Und wir spielen natürlich die Extended Version, ist ja wohl ganz klar. Und wir werden natürlich auch das Tutorial spielen, denn das habe ich damals so dermaßen gefeiert. Einfach nur dieses Tutorial. Ich fand es klasse und ich klicke jetzt einfach mal auf diesen Knopf. Ja. Ah, hallo. Jetzt wird sich sicher jeder fragen, was ich hier mache. Nur, na, was sieht's denn wohl aus? Ich entsorge die Inventarleiste. Was denn sonst? Die brauchen wir bei Sunrise nicht. Okay, vielleicht sollte ich an der Stelle mal erklären, wie Sunrise funktioniert, okay? Also, das Wichtigste ist hier, und deshalb ist das Game für uns Männer eine echte Herausforderung, man muss zuhören. Weißt du, was ich meine? Das heißt im Klartext beim Smalltalk Ohren auf. Das gilt auch für meine Ausführung. Ich sag, was ich denke, damit jeder hört, was ich weiß. Nützlich hierbei ist, wenn man sich ständig vor Augen hält, dass Texte und Dialoge nicht wiederholt werden. Logisch, oder? Wer erzählt schon gerne alles dreimal am Tag? Kommen wir nun zum Handling. Zum Erstaunen aller gibt es in dem Game dann doch noch einen Mauszeiger. Naja, und dieser kann auch noch verschiedene Farben annehmen, um die ungeteilte Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Also, weiß steht für neutral. Das heißt, wenn man mit einem weißen Mauszeiger auf dem Boden herumklickt, mache ich mich zum Depp und tob dahin. Übertreib die Nummer aber nicht. Okay? Wird der Mauszeiger blau, hat der natürlich keinen über den Durst getrunken. Das signalisiert, dass hier ein Szenenwechsel möglich wäre. Dann gibt's ja Games, da kann man mit einem Doppelklick den Protagonisten, quasi mich, rennen lassen. Dass wir das gleich von Anfang an klarstellen. Ich renne hier nicht rum, während du bequem vor deinem Bildschirm hockst. Sollte es mal wieder zu lange dauern, mach einen Doppelklick, wenn der Zeiger blau leuchtet und die Szene wird geschnitten. Mehr ist nicht drin. Weiter im Text. Ein roter Mauszeiger erscheint, wenn man rein theoretisch mit seinen Mitmenschen labern möchte. Wenn Dialog zu Ende ist, heißt das nicht, dass die Person nichts mehr zu sagen hat. Damit würde ich sagen, sollte das ein oder andere Mal nicht alles klar sein, einfach nochmal nachhaken. Wirkt manchmal Wunder. Dann gibt es da noch einen grünen Pfeil. Der erscheint bei Objekten, welche eventuell interessant sein könnten. Gemerkt, ja? Betonung liegt auf könnten. Ich denke, das muss ich etwas genauer erklären. Habe ich recht. Also, folgendes. Werfen wir jetzt mal einen geschulten Blick hier hin. Wir sehen hier eine Waschmaschine und eine Glasflasche. Wenn man den Mauszeiger über die Gegenstände zieht, fängt dieser wie wild an zu tanzen. Soweit, so gut. Jetzt könnte man einmal links klicken. Das ist das Zeichen für mich, mein Allerwertesten, zu dem Objekt zu schieben und einen Kommentar vom Stapel zu lassen. Ich möchte an der Stelle dezent darauf hinweisen, dass ich kein Papagei bin. Also sage ich auch hier alles nur einmal. Nun soll es ja Menschen geben, die dieses Spiel als klassisches Adventure einordnen, was es ja nicht ist. Und deren Spielweise liegt darin, den Mauszeiger oben links in der Monitorecke zu platzieren, um dann Zeile für Zeile den Bildschirm abzusuchen und alles mitzunehmen, was geht. Mit diesem Spielprinzip kommt man hier überhaupt nicht weit. Man kann quasi einpacken. Warum? Nun, es hat mehrere Gründe. Werfen wir doch nochmal einen Blick auf das Handgepäck eines klassischen Adventures, ja? Ich habe keine Ahnung, was für Klamotten oder Rucksäcke die Protagonisten dort besitzen. Fakt ist, die armen Schweine schleppen von einem Flaschenöffner über einen Sack Schrauben, einer Lexikon-Trilogie, Ketten, Tassen, Becher, Trauben, Gullideckel bis hin zu kompletten Auspuffanlagen, Schweißgeräte inklusive Gasflaschen und Tischkreissägen und was sonst noch so anfällt, alles mit sich rum. Respekt. Ich mache ja viel Spaß mit, aber wenn einer meint, ich stecke mir hier die Waschmaschine mal eben in die linke Hosentasche, dann hat er sich gewaltig verrechnet. Das Ding ist nicht nur mächtig groß und fällt damit in die Kategorie unhandlich, nein, es ist noch schweineschwer. Entweder werden zwei Mann abgestellt, um den Sockenfresser zu bewegen, oder wir lassen die Kiste stehen, wo sie steht. Weißt du, was ich meine? So, nachdem wir das jetzt geklärt haben, liegt mir noch eine Nummer auf dem Herzen. Ich gehöre nicht zu denen, die alles einstecken, was nicht nied- und nagelfest ist. Was ich damit sagen will, ich nehme nur das mit, was ich in diesem Moment auch wirklich brauche. Bestes Beispiel hier ist unsere Flasche. Nenne mir einen Grund, warum ich die jetzt einstecken soll. Aktuell ist mir keiner bekannt, also lasse ich die hier stehen. Weißt du, was ich meine?
Wenn ich irgendwann mal ein Gefäß brauche, um zum Beispiel Wasser zu transportieren, dann kann ich hierher zurückspiken, um die Flasche zu holen. In diesem Moment habe ich einen Grund, die Flasche mitzunehmen. Es kann manchmal so einfach sein. Ja, damit hätten wir eigentlich schon alles durchgekaut, bis auf mein männermäßiges Multitool. Eine super Sache. Wenn Sie mal schauen möchten, so sieht das Teil aus. Ein einfacher rechter Mausklick genügt und wir haben drei mögliche Werkzeuge zur Auswahl, welche ich auf die eine oder andere Art nutzen kann. Ein Messer, eine Zange und einen Schraubendreher. Habe ich eins davon ausgewählt, wird mir das durch einen orangefarbenen Mauszeiger angezeigt. Fängt der an zu tanzen, wie bei der Flasche hier, heißt das für mich, ich kann mit dem Werkzeug das Objekt bearbeiten. Empfehlenswert hierbei ist, das Gehirn auch gleich ein bisschen mit einzusetzen. Es gibt nämlich Experten, die würden mit dem Messer aus der Flasche gern ein Stück herausschneiden. Für solchen Bullshit habe ich keinen Nerv und werde das auch entsprechend kommentieren. Mit der Zange kann ich auch an der Flasche nichts ausrichten. Und mit dem Schraubendreher sollten schleunigst ein paar Schrauben nachgezogen werden, aber nicht die an der Flasche. Bevor du dich nun endgültig in das Game stürzt, hier noch so ein kleiner bescheidener Hinweis am Rande. Ich besitze auch noch so ein PDA. Dies kann man durch linken Doppelklick auf meine Person sich auf den Monitor stanzen. Hier gibt's nochmal eine Zusammenfassung über die aktuelle Aufgabe und dessen Objekte. Hin und wieder gibt's auch noch ein paar Hinweise, wenn man mal nicht mehr weiter weiß. Klar soweit? Tja, nachdem wir uns so prima unterhalten haben, überlasse ich dich jetzt dir selbst. Und wenn du mich suchen solltest, findest du mich in Sunrise. Also, hau rein. Bis später und viel Spaß. Vielen Dank, lieber Hauptprotagonist. Und jetzt startet natürlich wieder die Hardcore-Musik. Ja. Nee, ich glaube, ihr versteht, was ich meinte mit, ich habe dieses Tutorial damals ziemlich abgefeiert und ich habe mir jetzt gerade auch schon das Lachen wieder richtig verkneifen müssen, um euch die Dialoge nicht wegzulachen. Ich finde dieses Spielprinzip einfach schon klasse. Dass man einfach nicht, ich habe immer diesen Sinn nicht verstanden, warum man alles mitschleppen kann. Und einfach mal das mitnimmt, irgendwas, was da liegt, nimmt man mit und man weiß nicht warum. Und dann hat es immer dabei und versucht es mit allem rum. Das ist unrealistisch. Das haben die hier komplett ausgeschaltet. Was für mich natürlich problematisch ist, der wiederholt nichts. Wie er schon gesagt hat, das wird für mich schwer. Und wie er gesagt hat, für Männer generell hat er recht. Das könnte bei mir nochmal problematisch werden. Ich kenne das Spiel schon, also ich habe es schon mal gespielt, es ist aber ein Weilchen her. Genauso wie bei Keepsake, aber da kannte ich ja eigentlich auch noch die Sachen relativ gut. Wobei ich das auch schon zum dritten Mal gespielt hatte. Ich glaube, das hier ist jetzt das zweite Mal, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aber nachdem wir jetzt das Tutorial kennen, starte ich einfach mal ein neues Spiel. Aber jetzt zeige ich einmal alle Spielstände. Hui, jetzt sind wir ruhig hier. Sind leer, ich habe es nicht gestartet vorher. Ich starte einfach mal ein neues Spiel. Oh, Extended Version natürlich ein. Schnullerhilfen, Moment. Wenn sie ausschalten, werden die Dialoge gekürzt. Nein, auf keinen Fall, die wollen wir komplett drin haben. Visuelle Hilfestellung für die erste Aufgabe, besonders geeignet für Einsteiger und Nichtspieler. Komm, lass mal einfach mal aus, kriegen wir schon hin. Tutorial schalten wir jetzt einmal aus, weil wir das ja schon kennen. So, damit Start. Aerosoft GmbH. TML Studios. Ich bin die Liste nochmal durchgegangen. Alles Roger. Alle Systeme auf Go. Rydek? Brian, Sie gehört hier. Gentlemen, wie sieht's aus?
Sieht gut aus, Max. Gute Arbeit, Jungs. Mein Kopf ist die Hölle, wenn das mal ausreicht. Der Schädel brummt wie wahnsinnig. Alles wegen eines Farbeimers, gefüllt mit weißer Wandfarbe. Wer hätte gedacht, dass die so aufs Gemüt schlagen kann, die Farbe. Oh Mann. Ich hätte lieber auf eine gepflegte Grillparty gehen sollen. Jedes Kriegsgebiet ist ein Scheißdreck gegen das hier. Brian, erklär mir das! Was soll ich sagen? Irgendwie hatte ich mir das anders vorgestellt. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir uns entweder verrechnet oder irgendwas übersehen haben. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass ich besser meine Knochen vorher nummeriert hätte. Dann hätte ich es jetzt um vieles leichter. Männer, ehrlich, es tut mir echt leid. Das war bestimmt nicht meine Absicht. Nicht deine Absicht? Das möchte ich aber auch gehofft haben. Hey, genau das werden wir jetzt nicht tun. Wir werden uns nicht die Köpfe einschlagen. Leute, wir haben ein mächtiges Problem und an dem sollten wir schleunigst arbeiten. Ich meine, wir sollten schauen, was schiefgelaufen ist. Vielleicht kriegen wir bei der Gelegenheit gleich raus, was nicht innerhalb der erlaubten Parameter lag. Wenn ich diesen Bullshit schon wieder höre, innerhalb der erlaubten Parameter, da vergisst man ja glatt die Schmerzen. Max, bitte, versuch es einfach, ja? Versuch einfach, deine Emotionen zu beherrschen. Ich will dir nichts vorschreiben. Natürlich kannst du sauer sein, das ist dein gutes Recht. Es ist nur so, es bringt uns kein Stück weiter, ja? Kein Stück. Was macht denn eigentlich unser Blumentopf? Was soll der schon machen? Nichts. Wie nichts? Könntest du das ein bisschen präziser formulieren? Wie Max schon gesagt hat, er steht dort, wo wir ihn vorher hingestellt haben. Und hat sich keinen Zentimeter bewegt. Nicht mal einen Millimeter. Mann, das war geraten. Das heißt jetzt im Klartext, es hat nicht funktioniert? Oh, na prima. Und du bist dir sicher, Brian, dass der Blumentopf sich nicht bewegt hat, ja? Ich meine, woher weißt du das so genau? Du stehst ja noch gut und gerne... Ich meine, du kannst stehen, wo du willst, okay? Aber du stehst ja noch ziemlich weit weg. Rydek, es sind höchstens 5 Meter. Ja, das kann ganz schön weit weg sein. Also für manche Menschen unter bestimmten Umständen ist das eine Wahnsinnsentfernung. Geht's dir nicht gut? Doch, mir geht's blendend. Mal abgesehen von der Beule auf dem Kopf, die mittlerweile größer ist als der Farbeimer. Ehrlich, mir könnte es nicht besser gehen. Also hat sich der Blumentopf nicht bewegt? Kein Stück. Warum bin ich jetzt nicht überrascht? Es hätte ja auch mal was klappen können. Mein Kreuz ist futsch und der Nobelpreis auch. Beschissener kann eigentlich ein Tag nicht beginnen. Ich werde mich gleich mal ransetzen und alle Daten, soweit vorhanden, analysieren, damit ich... Analysieren? Ich erfahre mehr darüber, was hier schiefgelaufen ist, wenn ich eine Kristallkugel befrage. Was war das? Ja, das war deine Muse. Die hat erfahren, dass sie dich nun küssen soll. Ja, manchmal hat man es nicht gerade leicht im Leben, was? Als Muse. War ein Scherz. Komm, Brian, los. Hey, Fräulein. Hallo. Was ist mit ihr? Keine Ahnung, sie konnte es mir noch nicht sagen. Sie ist nämlich bewusstlos. Oh. Ich meine, bist du dir da sicher? Hast du ihren Puls gefühlt? Den am Handgelenk? Weißt du, was ich meine? Hab ich nicht. Bis ich den gefunden habe, kann es gut sein, dass dieser dann aus natürlichen Gründen nicht mehr schlägt. Ja, du wirst doch wohl bei einer Frau den Puls finden, Max. So schwer ist das doch nicht.
Wer ist sie? Bin ich das Einwohnermeldeamt? Hat sie keinen Ausweis dabei? Brian, ich kann doch nicht einfach eine wildfremde Frau durchsuchen. Wenn ich einen Bulle dabei sieht, was soll ich dem sagen? Gut, dass Sie mich das fragen, Herr Officer. Mein Kollege möchte gern wissen, wie die Person heißt, die vor unserem Haus herumliegt. Meinst du, der glaubt mir den Blödsinn? Brian, wir brauchen einen Notarzt. Sofort. Okay, okay. Na, wir sollten sie unbedingt reinbringen, Max. Ich meine, es ist nicht gerade das passende Wetter, um sie hier rumliegen zu lassen, habe ich recht? Bis der Notarzt hier ist, wird sie sich zwar nicht aufgelöst haben, aber das muss ja nicht sein, dass sie hier noch länger liegt. Verstehst du? Schon klar. Bin dringend dafür. Dann tragen wir sie mal rein. Hallo? Hallo? Verstehe ich nicht. Ich höre nichts. Hallo? Wenn du endlich lernen würdest, dein Handy zu bedienen, könnte vieles für dich einfacher sein. Sehr witzig. Hallo? Hallo? Das gibt's doch nicht. So, aufs Sofa mit ihr. Geht klar. Okay, das wäre geschafft. Oh, sieh sie dir mal an. Sie ist ja völlig durchgeweicht. Eine Decke. Wir brauchen eine Decke. Oder zwei. Ach ja, genau. Kürzlich habe ich ja doch irgendwo eine Decke gesehen. Im Schrank, wenn mich nicht alles täuscht. Wo ist denn eigentlich Brian? Jetzt bin ich aber gespannt, wie wir aus der Nummer wieder rauskommen. Brian, was ist jetzt mit dem verdammten Arzt? Der mit dem Stethoskop um den Hals. Kommt der heute noch? Mein Gott, da bekommt ja das Wort Not eine völlig neue Bedeutung. Was ist denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Das Handy ist tot. Gibt keinen Ton von sich. Vielleicht hast du auch einfach keinen Empfang, du Technikgenie. Falls es sich zu dir noch nicht herumgesprochen hat, hier im Loft sieht es im Allgemeinen immer sehr schlecht aus mit Empfang. Lösung? Man nehme sich und sein Handy und gehe damit aufs Dach. Ich telefoniere nun mal nicht so viel wie du. Mit wem auch? Ach, wir hatten hier mal eine Decke. Da bin ich mir doch sicher. Mann, wenn man hier mal was sucht, irgendwas. Es ist nie da. Ach, so funktioniert das nicht. Weißt du, wo die Decke ist, Max? Oh, was wird das hier? Was ist das? Wie heißt sie? Wo ist ihr Puls? Mann, bin ich die Auskunft? Ich weiß nicht, wo die Decke ist. Und nein, ich habe sie auch nicht gesehen. Mann, hast du wieder eine Laune. Die war auch schon mal besser. Ich meine, du kannst Launen haben, wie du willst. Gute, schlechte, fröhliche, traurige, alle zusammen, ist mir völlig egal. Nur schlage ich jetzt vor, wir konzentrieren uns auf unseren nächsten Schritt und überlegen, wo die Decke ist. Ich möchte dich in deiner Entschlossenheit nur ungern bremsen, aber meinst du nicht, dass es unter Umständen eventuell nicht ganz der richtige Schritt ist? Immerhin hat sie im Regen gelegen und ihre Sachen sind nicht gerade trocken. Du verstehst mich doch, oder? Was willst du denn damit sagen? Spuck's aus. Dass ihre Klamotten klitschnass sind und dass es sehr ungesund ist. Habe ich dich richtig verstanden? Nur noch mal zur Kontrolle. Du willst, dass ich irre? Nee, das funktioniert nicht. Es kann sehr ungesund sein, einer bewusstlosen Frau die Sachen auszuziehen. Ich meine, ich habe schon ein fettes Horn an der Schädeldecke. Ja, weißt du, wie die drauf ist, wenn die wach wird? Bei meinem Glück heute zerlegt die mir noch die Kauleiste. Nee, vergiss es. Also, was schlägst du noch vor? Hast du irgendetwas, was man als Plan bezeichnen könnte? Ihr solltet ganz schnell mal hier raufkommen. Fällt euch irgendwas auf? Ich glaub's ja wohl nicht. Der soll den Notarzt rufen und glotzt stattdessen in die Sterne. Es wird kein Notarzt kommen. Na, das ist gut zu wissen. Und warum nicht? Weil es keinen gibt. Könntest du das etwas genauer formulieren, so dass ich es auch verstehe? Schaut euch doch einfach nur mal um. Die Stadt ist wie ausgestorben. Nirgendwo brennt Licht. Man hört nicht einmal ein Auto. Keine Hupe. Nichts. Wie tot. Wie kann das sein? Das ist völlig unmöglich. Die Stadt ist groß, saugroß. Ich meine, hier leben Millionen von Menschen. Naja, zumindest bis eben noch. Wie geht das? Das war noch nicht alles. Was denn noch? Laut meiner Uhr ist die Sonne schon längst aufgegangen. Selbst an einem regnerischen Tag, im tiefsten Winter, in der abgelegensten Ecke dieser Erde, ist es nicht so dunkel wie hier und jetzt. Da ist was dran. Ich raff das nicht. Was zu viel ist, ist einfach zu viel. Bis jetzt konnte ich der ganzen Sache noch folgen. Schwerlich, aber ich konnte. Und nun nicht mehr. Das muss man sich mal vorstellen. Oder lieber nicht. Da wird man ja ganz irre im Kopf. Brian? Genau. Was ist los, Einstein? Was für eine Scheiße läuft hier? Das möchte ich auch gerne wissen. Okay. Fassen wir jetzt nochmal zusammen. Ich meine, ihr könnt glauben, was ihr wollt, aber Fakt ist, die Stadt ist leer. Ja,
keine Menschenseele, kein Lebenszeichen, nichts. Na wunderbar, alles ist weg, inklusive Sonne. Darf man gar nicht drüber nachdenken, da haut's einen glattigen Draht aus der Mütze. Ach ja, und dann haben wir ja noch unsere unbekannte Frau auf unserem Sofa, was mittlerweile bestimmt einem Wasserbett gleicht. Und ein schiefgegangenes Experiment. Entschuldigt mal, Gentlemen. Mal sehen, ob ich das richtig verstanden habe. Bei unserem Experiment sollte der Blumentopf doch von einer Plattform zu der anderen gebeamt werden. Was ich übrigens sehr cool finde. Mit Manhattan hatte dies doch nichts zu tun. Richtig? Richtig. Nur wo bei Zeus fettem Arsch sind all die Leute hin?